Herrn zusammen. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Ich glaube, Manuela, du bist... Dass du uns jetzt hilfst, dass wir uns konzentrieren, dass wir das Weltliche draußen lassen. Dass wir uns jetzt ganz auf dein, ganz dein Wort lauschen und unsere Gedanken in deine Richtung lenken. Ja. Bitte vergib uns, wo wir heute gefehlt haben. Ja. Und verzeih uns unsere Übertretung und hilf uns, uns bessern. Ja. Möchte ich auch noch bitten, dass du die Geschwister auch wieder gut herbringst, die wohl noch unterwegs sind. Ja. Ihn die beschützt und ihn dann segnet. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Okay. Gut. Ich habe euch, wie gesagt, ein paar Notizen geschickt. Und das wollen wir uns jetzt auch anschauen. Und zwar geht bitte runter direkt auf Seite 4 in den Notizen. Okay. Und lasst uns mit Jesaja 6 anfangen. Und ich habe euch ja gesagt, dass wir uns heute Abend so ein bisschen dann hier auf unser Fraktal fokussieren wollen. Ja, wir haben uns ja letztendlich das Thema der siebten Plage jetzt ziemlich ausführlich angeschaut und können ja sehen, dass das der Punkt ist, wo Gott uns dann letztendlich befreien möchte. Aber davor ist ja diese Zeit des Testes, die wir zu durchstehen haben. Und was ich hier unten einfach aufgezeichnet habe, ist sozusagen jetzt ja diese 10, wenn man sie ausspannt, dann hätten wir genau dasselbe Muster und das wäre hier diese erste Box davon. Also das wäre parallel hierzu. Das ist jetzt, wo wir uns drin befinden seit der Vorhersage und wir stehen jetzt vor unserem finalen Test. Okay? Aber nur, dass jeder weiß, was ich hier darstelle. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt zu Jesaja 6 und lesen wir Vers 1 bis 3. Steht, im Todesjahre des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume füllten den Tempel. Seraphim standen oben über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihre Angesichter, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Also was sieht Jesaja hier? Laut Vers 1. Genau, ihr seht da den Herrn sitzen auf seinem Thron. Und wie ist der Thron hier? Erhaben. Hoch und erhaben, richtig. Und im Englischen ist es zwar ähnlich, aber ein bisschen anders beschrieben. Da steht, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. Okay, also er saß auf dem Thron und war dann hoch und erhöht. Okay, was kommt einem dabei in den Sinn, zumindest nach der englischen Übersetzung? Kreuz, richtig. Okay. Lass uns da nochmal hingehen. Gehen wir zu Johannes 12. Johannes 12. Und dann gehen wir zu Vers 31 bis 33. Johannes 12, Vers 31 bis 33, da steht, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Also da sagt er, wenn er von der Erde erhöht ist, das ist das Kreuz, richtig? Okay. Und in Johannes 3, gehen wir da auch noch hin, Johannes 3,
Dann lesen wir die Verse 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also auch hier sehen wir, sagt Jesus, er muss erhöht werden und es markiert das Kreuz, richtig? Okay. Gehen wir zurück zu Jesaja 6 dann erstmal. Also er sieht hier das Kreuz am Anfang und er sieht Jesus erhöht. Und dann sind ja in Vers 3 diese drei Schritte markiert. Heilig, 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 richtig? Und was ist dann das Ende davon? Vers 4 und 5. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Also was ist seine Erfahrung? Er sieht ihn von Angesicht zu Angesicht und er hat die wehe ist mir Erfahrung, richtig? Ja. Er sieht jetzt seinen wahren Zustand, er sieht den Kontrast, richtig? Okay. Und er tut jetzt Buße und Vers 6. Da flog einer der Seraphim zu mir, der hatte eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen, und er berührte meinen Mund und sprach, siehe, das hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist weg und deine Missetat gesühnt. Okay, also was passiert mit Jesaja jetzt am Ende seiner Erfahrung? Genau, die Sünden werden hinweggenommen. Okay. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. Steht, die Vision, die Jesaja gegeben wurde, stellt den Zustand des Volkes Gottes in den letzten Tagen dar. Also Jesaja schottet uns voraus. Sie haben das Privileg, durch den Glauben das Werk zu sehen, das im himmlischen Heiligtum voranschreitet. Und der Tempel Gottes wurde aufgetan im Himmel und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes gesehen. Also in welches Abteil können wir also im Glauben blicken? Das Allerheiligste, ja? Denn die Lade des Bundes wird hier sichtbar. Wenn Sie durch den Glauben in das Allerheiligste schauen und das Werk Christi im himmlischen Heiligtum sehen, erkennen Sie, dass Sie ein Volk unreiner Lippen sind, ein Volk, dessen Lippen oft Eitelkeiten gesprochen haben, und dessen Talente nicht geheiligt und zur Ehre Gottes eingesetzt wurden. Okay, also Jesaja beschreibt also ein Volk, was das Werk Christi im Allerheiligsten sieht, richtig? Ja. Okay, und was ist das Werk Christi im Allerheiligsten? Okay, ja. Und was, wie heißt das Werk, was er tut, um die Sünde auszutilgen? Ja, das ist der Versöhnungstag, ne? Das ist das Untersuchungsgericht. Okay. Ja, denn seit 22. Oktober 1844 ist Christus im Allerheiligsten. Okay, und das Untersuchungsgericht hat da begonnen, der Versöhnungstag. Denn der 22. Oktober war nach dem jüdischen Kalender welcher Tag? Zehnter Tag des siebten Monats. Und der zehnte Tag des siebten Monats war der Versöhnungstag, ganz genau. Okay, ja, gehen wir dahin. Gehen wir jetzt zum Versöhnungstag. Gehen wir zu 3. Mose 16. Und lesen wir ab Vers 5. Lesen wir die Verse 5 bis 9. Dann soll er, das ist Aaron der Hohepriester, von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen, als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor dem Herrn stellen an dem Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Okay, also wir wissen, es gibt jetzt diese zwei Böcke,
Und was passiert mit dem Bock für den Herrn am Anfang des Versöhnungstags? Wird geopfert, richtig. Okay. Und worauf schattet das hin? Das Kreuz, genau, richtig. Also da sieht man letztendlich, das markiert das Kreuz. Okay. Also am Beginn des Versöhnungstags ist das Kreuz. Und was haben wir eben gerade gesehen mit Jesaja in Jesaja 6? Er hat auch das Kreuz gesehen, richtig? Also er hat das Kreuz gesehen und er hat dann den Versöhnungstag gesehen, stimmt's? Also er hat in dem Sinne Christus als den Gekreuzigten gesehen, hoch und erhaben. Und dann hat folglich der Versöhnungstag dann stattgefunden. Und am Ende des Versöhnungstags, was passierte? In dem Typus immer? Die Sünden wurden ausgetilgt. Ja, was ist mit Jesaja passiert? Seine Sünden wurden ausgetilgt. Okay, gehen wir jetzt zu 3. Mose, Kapitel 23. Denn da spricht es auch von Versöhnungstag. Okay. Und da steht, ab Vers 26. Und der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Genau, also 3. Mose 23, ab Vers 26 haben wir gelesen. Und dann Vers 28 jetzt. Und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, euren Gott. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Also was für ein Werk ist am Versöhnungstag zu tun? Sünde. Genau, wir müssen uns demütigen, richtig? Was hat Jesaja gemacht? Hat sich gedemütigt. Hat sich gedemütigt, richtig? Ja, deswegen, was konnte also mit Jesaja passieren? Wenn du dich am Versöhnungstag demütigst, dann werden deine Sünden ausgetilgt. Okay. Aber was passiert nach Vers 29 mit der Seele, die sich nicht demütigt? Die wird ausgerottet werden. Warum? Genau, weil die Sünden dann bestehen bleiben, richtig? Und dann kommt der Zorn Gottes nach unter der 7. Plage auf dich. Stimmt's? Okay. Gut, jetzt möchte ich eure Gedanken zurückbringen. Ein älteres Studium. Okay, und wenn wir uns nämlich hier das Sonntagsgesetz anschauen bis zur finalen Untersuchung, richtig? Dann in Daniel Kapitel 7. Worüber spricht Daniel 7? Über die vier Tiere, richtig, genau. Ja. Und womit beginnt Daniel 7? Mit welchem Ereignis? Mit dem Sonntagsgesetz, richtig. Ja. Und ja, gehen wir vielleicht auch nochmal hin. Gehen wir zu Daniel 7. Beginnen in Vers 1. Im ersten Jahr Belsazars des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Und dann zählt er jetzt diese vier Tiere auf, richtig? Also was ist am Anfang, was sieht er am Anfang? Die vier Winde. Die vier Winde sind gelöst, richtig? Und das Meer, das tobt. Ja. Und was sind die Meere für eine Darstellung? Die Völker. Die Völker, richtig? Ja, wir wissen, wir haben Sonntagsgesetz, will der Herr die Winde an sich schon völlig loslassen. Und er lässt sie auch los, aber er hält sie dann auch wieder zurück. Okay. Und jetzt kommen diese vier Tiere auf. Und genau,
Genau, die Völker sind da in Wallung. Und welches Ereignis haben wir, um die Völker in Wallung zu sehen am Sonntagsgesetz? 1848, genau. Ja. Okay. Und wir verstehen ja, die ersten drei Tiere bringen uns zum Mitternachtsruf und das vierte Tier ist ab dem Mitternachtsruf vorwärts, richtig? Okay. Und dieses vierte Tier ist welche Macht? Okay, ja. Es sind diese zwei Hörner, richtig? Diese zwei Phasen von Rom. Heidnisch und päpstlich. Okay? Ja. Okay. Jetzt habe ich mir den Faden gerade verloren, weil ich das an den Platz setzen wollte. Naja, dann mache ich einfach so weiter, wie ich. Vielleicht kommt der Gedanke mir wieder. Okay. Die ersten drei Tiere markieren welche Phase. Ja, wenn wir vielleicht mal zu Daniel Kapitel. Genau, das tägliche. Ne? Okay. Also ist das tägliche. Und gefolgt von? Genau, der Übertretung der Verwüstung, richtig? Also, was auch der Gräuel der Verwüstung ist, ist nicht falsch, oder? Daniel 8, nee, das ist die Übertretung der Verwüstung. Okay. So. Und hier haben wir also dieses tägliche, und was ist das tägliche in diesem Kontext? Was ist die Übertretung der Verwüstung? Papst. Papst, richtig. Und das tägliche ist? Das Heidentum. Okay. Ganz simple Fragen. Okay. So. Gehen wir jetzt mal zu Daniel 8, denn da wird das ja beschrieben. In der deutschen Bibel ist das ja, wie gesagt, manchmal ein bisschen schwierig herauszulesen, aber lesen wir jetzt Vers 13. Daniel 8, Vers 13 steht, und ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich von dem Ständigen oder vom Täglichen? Und die Deutsche sagt dann, und dem verheerenden Frevel. Ja, die Englische sagt da ja, Übertretung der Verwüstung. Ne? Dass sowohl das Heiligtum als auch, im Deutschen steht jetzt die Opferdienst, im Englischen steht da Herr. Also Heiligtum und Herr der Zertretung preisgegeben werden. Also wie viele zertreten oder verwüstende Mächte haben wir hier? Zwei. Zwei, ja. Also das tägliche und die Übertretung der Verwüstung, richtig? So. Und wie lange hat das Heidentum niedergetreten und wie lange hat das Papsttum niedergetreten? Genau, jeweils 1260. Ne? Also haben wir 1260 hier, 1260 hier. Okay. Und wenn wir jetzt eine 1260 auf beiden Seiten haben, an was erinnert euch das? Die letzte Woche Christi. Richtig, okay. Die letzte Woche Christi, richtig? Und was ist in der Mitte der letzten Woche Christi? Kreuz. Das Kreuz, ja. Okay. Ja, denn 3,5 Jahre vor dem Kreuz, 3,5 Jahre. Nach dem Kreuz, okay? So. Deswegen zeigt uns hier letztendlich, das Kreuz ist hier dann in der Mitte. Und das ist der Übergang vom täglichen zur Übertretung der Verwüstung. Aber das tägliche in dieser Darstellung ist ja dann das falsche tägliche, richtig? Das ist das Heidentum, also Satans tägliches. Hat Gott auch ein wahres tägliches? Ja. Und was ist Gottes wahres tägliche? Genau, das ist dann tatsächlich der tägliche Dienst, okay? Und nach dem täglichen Dienst
Welcher Dienst kommt in Gottes wahre Darstellung? Der Versöhnungstag, der jährliche Dienst, okay? Also haben wir hier das wahre tägliche in Gottes Darstellung und dann hier den jährlichen Dienst. Der jährliche Dienst war ja der Versöhnungstag, denn er hat jedes Jahr einmal stattgefunden. Stimmt's? Und er begann, wie wir in 3. Mose 16 gelesen haben, womit? Mit dem Kreuz, richtig? Denn es wurde zuerst dieses Opfertier dargebracht. Stimmt's? Der eine Bock wurde geopfert und Ellen White sagt, es stellt das Kreuz dar. Okay, deswegen hier, wenn wir zum Kreuz kommen, beginnt der Versöhnungstag. Okay, der jährliche Dienst. Und Jesaja, was hat er gesehen? Er hat auch das Kreuz gesehen und dann hat er auch den Versöhnungstag gesehen, richtig? Und am Ende des Versöhnungstags, was ist mit seinen Sünden passiert? Es wurden ausgetilgt, okay? So, deswegen zeigt also letztendlich dann hier diese Erfahrung von Jesaja 6 hier drin. Okay. Und das wäre tatsächlich dann hier das Gericht an den Lebenden. Okay, in dem Sinne, dass ja, das ist hier ja die Sonntagsgesetzprüfung ist. Stimmt's? Wir sind aber momentan in einem Typus dafür. Okay. Und deswegen hier 2016 wäre eine Parallele dazu in dem kleineren Fraktal. Ja, wir sollten an sich hier diese Erfahrung gemacht haben. Aber als wir dann hier am Ende hingekommen sind, am Ende der Erfahrung von Jesaja, konnte Gott uns da schon die glühende Kohle geben? Nein. Okay. Weil wir sind hier hingekommen und dann hat er gesagt, ihr solltet eigentlich schon Lehrer werden, aber ihr habt es noch nicht vertragen. Ja? Ihr habt die feste Speise noch nicht vertragen. Jetzt müsst ihr nochmal die Milch trinken. Okay, deswegen, wir sind hier hingekommen und dann schickt er uns sozusagen hier, ja, wegen dem Platz, das soll eigentlich hier unten drunter sein jetzt, ja, schickt uns sozusagen nochmal durch diese Erfahrung hier und er wiederholt. Okay. Deswegen, wenn wir hier hinkommen, das wäre dann eine Parallele zu der Wegmarke, richtig? Wenn wir das hier einfach rüber schieben, dann ist der finale Test eine Parallele zu dieser Wegmarke. Ja? Sieht das jeder? Okay, schön. Okay, wenn ich das jetzt nehme, hier runterlege, führt uns sozusagen nochmal hindurch. Das wäre eine Parallele hierzu und das wäre eine Parallele dann hierzu. Okay? Deswegen, welche Erfahrung werden wir dann hier machen sollen? Von Jesaja 6. Okay? Jesaja 6. Okay, und dann haben wir ja gesehen, in Jesaja 6 haben wir heilig, 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 richtig? Und was ist am Ende von den drei Heiligen? Drei heilig, heilig, heilig? Die Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit. Genau, die ganze Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und was erfüllt die Herrlichkeit Gottes? Wie kann Gott die Welt mit seiner Herrlichkeit erfüllen? Okay, ja. Aber wie? Ja. Richtig, Offenbarung seines Charakters. Und wie offenbart er der Welt seinen Charakter? Genau, durch Leute. Und wer sind die Leute? Durch sein Volk. Ja. Und wer ganz genau? Die Adventgemeinde da draußen oder? Die durch diese Erfahrungen durchgegangen sind, ja? Die jetzt gedemütigt worden sind und jetzt erfüllt werden, hier wenn diese siebte Plage kommt mit dem Geist und sie können jetzt diese Aufgabe wahrnehmen. Okay, deswegen gehen wir nochmal zurück zu Jesaja. Jesaja 6. Wir müssen ja auch verstehen, in unserem Fraktal, da gibt es ja diese beiden Gruppen, richtig? Ja. Es gibt die Gottesvolk und die Welt, richtig?
Ja, deswegen, die Welt wird in dem Sinne hier nicht unbedingt die Weltmenschen notwendigerweise sein, auch wenn sie natürlich Licht zu sehen bekommen, ja, weil wir werden ja hier ausgeliefert werden, okay. Aber in erster Linie werden also all diejenigen, die in dieser Bewegung als die Welt gelten, erleuchtet werden. Okay. Das ist letztendlich in erster Linie hier dann die Erfüllung. Ja, das, die Botschaft soll ja an die Welt gehen, an die verlorenen Schafe, richtig? Denn Jesaja wird ja nachher gesendet, okay, in Vers 8. Und gehen wir jetzt mal zu Johannes Kapitel 3. Und lesen wir Vers 16 und Vers 17. Steht, denn so sehr hat Gott wen geliebt? Die Welt. Die Welt geliebt. Okay. Und wenn wir jetzt verstehen, die Welt spricht in erster Linie über die verlorenen Schafe in dieser Bewegung. Okay. Er liebt sie, er möchte sie retten. Und wie rettet er sie? Denn so sehr hat Gott Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Okay. Ja, also wenn wir zum Sohn werden, was wird der Herr mit uns machen? Er wird uns senden. In die Welt, also zu den verlorenen. Genau, in die Welt zu den verlorenen Schafen, damit sie gerettet werden. Okay. Und wir müssen in dem Sinne nochmal ans Kreuz gehen, ja, um diese Leute auch noch zu retten. Okay, gut. Okay, also wir sehen hier die Erfahrung von Jesaja 6. Schreibt dann unsere Erfahrung, wenn wir hier dann ins Allerheiligste blicken können. Heilig, heilig, heilig. Und dann letztendlich, zwar nicht unsere Sünden, in unserem Fraktal werden unsere Sünden noch nicht ausgetilgt, ja, aber es ist, schattet das ja voraus. Okay. Wir sind noch nicht im Sonntagsgesetz. Ja, deswegen hier ist es noch nicht die perfekte Erfahrung. Es ist einfach nur vom Prinzip eine kleine Erfahrung. Genauso wie 2014, das ist ja ein Typus für das Sonntagsgesetz. Aber wir haben kein Sonntagsgesetz, aber werden wir trotzdem an ähnlichen Prinzipien geprüft. Ja, ich weiß noch, in den Mittwochs. Studienkreis habe ich das zum Beispiel aufgebracht. Ja, ich habe euch die Frage gestellt, wie viele Prüfungen gibt es zum Beispiel für den Hiob? Zwei Prüfungen, richtig? Die erste Prüfung ist all die weltlichen Güter und weltliche Beziehungen und so weiter und so fort. Und danach auch sein eigenes Leben. Stimmt's? Und sind wir in dieser Bewegung bereits an weltlichen Gütern und weltlichen Beziehungen getestet worden? Ja, okay. Sonst wären wir alle nicht hier. Ja, würden wir unsere Familie und unsere Freunde und wen auch immer und unseren Beruf und alles Mögliche mehr lieben als Christus, dann wären wir da geblieben, richtig? Wir hätten nicht diesen Weg eingeschlagen, wir wären nicht bereit gewesen, diese Opfer zu bringen. Aber wir haben die Botschaft gesehen, wir haben die Wahrheit für uns erkannt und haben dann gesagt, okay, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Ja. Wir haben Häuser verlassen, richtig. Wir sind umgezogen, Job aufgegeben. Viele Opfer haben wir schon bereits gemacht, wenn man darüber nachdenkt. Okay. Viele, viele Adventisten sind dazu nicht bereit, das zu tun, ja, weil sie diese Botschaft noch nicht gehört haben. Ja. Und deswegen, wir werden, auch wenn wir noch kein Sonntagsgesetz haben, werden wir schon an ähnlichen Prinzipien getestet. Okay. Im Sonntagsgesetz wird es einfach nur noch intensiver werden. Ja. Aber es ist nun mal derselbe Test, es ist ein Typus dafür. Wir durchleben ihn jetzt schon und es ist ein realer Test, richtig? Wenn man sagt, nein, ich bleibe da, wo ich bin und ich will nicht weiter vorwärts gehen, dann kann man auch nicht weiter vorwärts gehen. Stimmt's? Und deswegen ist es trotzdem ein realer Test. Selbst wenn es für uns hier, wenn das alles nur ein Typus ist. Deswegen auch hier, wenn wir hier hinkommen,
ist das nicht wirklich das Gericht an den Lebenden, aber es ist, als ob wir ein Gericht in den Lebenden wären. Wir müssen uns wirklich vor dem Herrn demütigen. Ja, wir werden wirklich Anfechtung haben. Und starke Zweifel wird Satan uns eingeben können. Und heute geht es eh mal eine Erfahrung. Aber es ist noch im Vergleich zu der Prüfung da unter dem Sonntagsgesetz noch relativ harmlos. Okay? Aber was werden wir im Sonntagsgesetz mehr haben als das, was wir jetzt haben? Ja, wir werden viel mehr Kraft, viel mehr Glauben haben, richtig? Ja, deswegen, Gott hat ja die Verheißung gegeben, er wird uns nie über die Maßen prüfen, richtig? Deswegen, im Sonntagsgesetz, wenn die Prüfung viel schwerer wird, haben wir auch einen viel größeren und stärkeren Glauben und viel mehr Verständnis und Erkenntnis Gottes. Ja, wir haben schon diese Neugeburt und all diese Sachen. Wir werden dem Heiligen Geist erfüllt sein. Aber die Proportion werden letztendlich dasselbe sein. Jetzt haben wir einfach kleineren Glauben, deswegen wird der Herr einen kleineren Test bringen, aber es wird vom Schweregrad in dem Sinne dasselbe sein. Okay. Kleiner Glaube, kleinerer Test, später größerer Glaube, größerer Test. Okay. Und deswegen, der Herr verspricht uns nie über die Maßen zu versuchen, was aber nicht heißt, dass er uns nicht bis an die Grenze prüfen wird. Okay. Und das wird er machen. Das muss er sogar machen. Aber nichtsdestotrotz, ja, können wir das mit seiner Hilfe alles schaffen. Okay. Deswegen, hier sehen wir jetzt, ist also Jesajas Erfahrung, die unsere Erfahrung darstellt und bringt uns dann hier bis zu dem Punkt. Denn was sagt es unter der siebten Plage? Gehen wir nochmal zu Offenbarung Kapitel 16. Offenbarung 16 und dann Vers 17. Steht: Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Also was sagt die Stimme am Anfang der siebten Plage? Es ist geschehen. Und wann sagt Christus, es ist geschehen? Genau, wenn er seinen Mittlerdienst auftritt, richtig? Ja. Also hier haben wir dann, es ist geschehen. Also das sagt er am Ende des Versöhnungstags, stimmt's? Ja. Gut, aber warum markieren wir hier nochmal die sieben Plagen? Wir haben verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, warum wir hier oder hier zum Beispiel vom Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung diese sieben letzten Plagen markieren. Und der Linie von Pharao. Richtig. Linie von Mose, richtig? Ja, denn das wäre ja 19. April oder 2014, ist parallel. Habe ich das hier noch aufgeschrieben irgendwo? Ja, das wäre parallel mit der Linie, wo Mose das erstmal vor Pharao steht, richtig? Und dann fallen die Plagen. Und dann der Mitternachtsruf wäre parallel mit dem Finger Gottes, richtig? Und ab dem Finger Gottes fallen wie viele Plagen? Sieben. Sieben Plagen, richtig? Deswegen, ab dem Mitternachtsruf vorwärts fallen sieben Plagen. Ja? Das ist hier einfach die Parallele dazu. Finale Test. Ja, der Mitternachtsruf ist der finale Test. Fallen diese sieben Plagen. Und am Anfang der siebten Plage sagt Christus, es ist geschehen. Er hört den Mittlerdienst auf. Ja, deswegen hier diese sieben Plagen. Ja, unter den buchstäblichen sieben letzten Plagen haben wir keine Gnadenzeit mehr, richtig? Aber in dieser Zeit hier möchte der Herr uns zeigen, dass dieses Gericht an den Lebenden und diese Erfahrung, die wir hier durchleben, ist ein Typos für die sieben letzten Plagen. Ja, der finale Test, wo sich alles für uns entscheidet, ist ein Typus für die sieben letzten Plagen. Und wenn wir den bestehen, dann kriegen wir das Siegel Gottes, richtig? Und dann können wir durch die sieben letzten Plagen hindurchgehen. Aber wie gesagt, das hier ist nicht wirklich unser finaler Test, sondern das hier ist ja auch nur ein Typus für den finalen Test. Okay, unter dem Sonntagsgesetz. Aber nichtsdestotrotz, er führt uns hier schon hindurch.
damit wir weiter vorwärts gehen können. Ja, er gibt uns schon in unserer Zeit eine kleine Geschmacksprobe für den finalen Test. Okay. Gut. Deswegen hier werden wir dann diese Erfahrung machen, dass wir beten und flehen und wie in Gethsemane ja, wirklich diese Erfahrung haben, wo wir uns wie am großen Versöhnungstag dann demütigen müssen vor dem Herrn. Gehen wir mal zu Habakuk Kapitel 2. Kann man das leider nicht rauslesen. Aber im Englischen schon. Okay. Habakuk 2. Dann lesen wir Vers 4. Da wollen wir das Prinzip sehen. Okay. Da steht im Deutschen, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und was sagt die Englische? Behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him, but the just shall live by his faith. Genau, da spricht es also über eine Gruppe, ja, deren Seele ist erhöht, richtig? Yeah. Und wenn deine Seele erhöht ist, dann bist du nicht aufrichtig. Aber der Gerechte soll aus Glauben leben. Deswegen, wie viele Klassen wird es also dann hier geben? Zwei. Ja, die einen, die sich erhöhen, diese werden nicht aufrichtig sein vor dem Herrn. Und die anderen, die sich demütigen. Und in welchem Gleichnis ist das dargestellt? Genau, der Pharisäer und der Zöllner. Ja, gehen wir da nochmal hin. Gehen wir zu Lukas 18 müsste das sein. Ab Vers 9 steht, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Also was, zu wem sagt er dieses Gleichnis? Glauben, sie seien gerecht. Genau. Sie glauben, sie seien gerecht, und was tun sie dann folglich? Sie verachten andere. Okay. Welches Gleichnis kommt euch da in den Sinn? Okay, lesen wir weiter, dann wird es deutlich werden. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also, welche Szene stellt das folglich hier dar? Das Kreuz. Okay, das Kreuz. Aber vor allen Dingen, was haben wir gerade gesehen? Wo müssen wir uns demütigen? Oder wann? Am großen Versöhnungstag. Okay. Sind die zwei Klassen am großen Versöhnungstag. Und der Pharisäer ist also jemand, der denkt, dass er gerecht ist und er verachtet andere. Welches Gleichnis ist das? Denn wie steht der Pharisäer? Oder was macht der Pharisäer? Ich habe schon die Antwort gegeben. Er steht. Mhm. Aber was sagt Ellen White, was macht der Zöllner? Er ist auf seinem Angesicht, richtig? Deswegen, einer steht, der andere ist auf seinem Angesicht. Welches Gleichnis kommt euch da in den Sinn? Weizen und Unkraut, ganz genau. Okay. Denn was sagt Ellen White über den Weizen und das Unkraut? Was wird letztendlich die Unterscheidung dann herbeiführen?
machen kann. Steht. Genau. Ja, der Weizen, wenn er reif wird, dann beugt er sich nieder. Ja. Und das Unkraut, das bleibt gerade stehen. Richtig. Mhm. Und, aber was tut das Unkraut am Anfang? Ja, den, bei der Ernte kann man ja dann sehen. Ja, dann teilt sich die beiden Gruppen. Richtig. Aber was finden wir noch in dem Gleichnis beschrieben? Wer tritt da noch auf? Genau, ja, die Knechte. Ja, gehen wir da nochmal hin. Gehen wir zu Matthäus 13. Matthäus 13. Mhm. Und dann lesen wir ab Vers 24. Vers 24 bis 27. Steht, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Und noch Vers 28, er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Oder ausreißen, richtig? Wer ist es, der zu hier kommt und das fragt? Nach Vers 27. Knechte. Die Knechte von wem? Das Hausherrn. Ja, aber hier im Glauben, Gleichnis steht? Das Hausherrn. Wer ist der Hausherr? Christus, ja. Also sind also angebliche Diener Christi, richtig? Und sie sagen, ja, ich kann das unterscheiden. So wie der Pharisäer. Was hat der Pharisäer nochmal gemacht? Hat sich selbst als gerecht empfunden und hat andere verachtet. Genau, okay. Deswegen, ja, diese Knechte hier sind der Pharisäer, okay, die letztendlich denken, ja guck mal, ich schaue die ganzen Charakterfehler der anderen an und sage, sie sind Unkraut deswegen. Und wenn du das machst, was tust du damit eigentlich? Ja, du verurteilst dich selbst. Ja, du, denn Paulus sagt, ja, du bist dann genauso schuldig, richtig? Mhm. Dem, was du bei dem anderen richtest, so bist du selbst schuldig. Okay, lesen wir das mal. Gehen wir mal zu Römer 2. Lesen wir Römer 2, Vers 1 bis 2. Steht, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Ja? Deswegen, wenn du irgendwie jemand sagst, ah, wie kannst du nur, ja? Dann bist du genauso. Ja, vielleicht hast du es noch nie über dich gesehen, aber du bist genauso korrupt wie der andere. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht Sünden beim Namen nennen sollen, und offene Sünden sollen wir auch, sagt er mal, tadeln. Und wenn jemand in offener Sünde verharrt, sagt sie, muss er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das macht dich nicht gerecht. Aber das, genau, das macht dich selbst nicht gerecht. Ja, du sollst den anderen nicht verdammen in dem Sinne. Ja. Und auch, ja, es ist wichtig, dass sie sagt, es ist uns nicht übergeben, Charakterfehler zu verurteilen. Okay. Und wenn jemand fehlt wegen seinen Charakterschwächen und dann auch um Vergebung bittet, dann haben wir kein Recht, ihn irgendwie rauszuschmeißen. Okay. Deswegen, es geht immer darum, ob jemand in Sünde verharrt, unbußfertig ist, und vor allem, wenn es offene Sünde ist und darin verharrt, dann kann man leider nichts machen, als diesen Menschen dann auch auszuschließen. Aber das heißt jetzt nicht, dass dieser Mensch deswegen verloren ist. Okay. Aber wenn du sagst, jemand ist ein Unkraut, damit urteilst du oder sagst, dieser Mensch ist verloren. Ja, der muss aus der Gemeinde rausgehen.
befragt werden. Okay. Und das war letztendlich 2016. Jeffs Gruppe, sie haben gesagt, wir wären das Unkraut gewesen. Und sie haben, ich kann mich noch erinnern, Theodore Turner hieß er. Das war einer, der Jeff nahestand. Der hat dann gesagt, ja, das Unkraut ist jetzt gebunden worden und sie werden bald dann ins Feuer geworfen werden und so weiter. Ja, halt auf uns bezogen. Das heißt, du meinst, es sei schon Erntezeit? Ja, also sie haben gesagt, das wäre schon die Ernte gewesen. Okay. Und sie könnten halt unterscheiden und ganz klar, wir wären das Unkraut. Okay. Deswegen, ja, sie haben das natürlich dann falsch ausgelegt und sind zu gefährlichen Schlussfolgerungen dadurch gekommen. Wieso meinst du? Theo ist Gott, also Theo. Turner ist der des Unkraut. Achso. Richtig, ja. Okay. Aber den Punkt, den ich machen möchte, ist, ja, dass letztendlich hier es dann diese zwei Klassen geben wird. Entweder den Pharisäer oder den Zöllner. Jesaja war ein Zöllner, richtig? Denn er hat gesagt, weh ist mir, ich vergehe, ich bin ein Mann unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Er hat sich nicht als gerecht gesehen und andere verachtet, sondern er hat sich selbst eingeschlossen und hat gesehen, dass er genauso sündig ist wie jeder andere. Okay? Und hat nichts Gutes in sich gesehen. Und das ist letztendlich dann die Erfahrung, die wir haben werden, wenn wir wirklich das Licht empfangen und wenn wir Christus erlauben, dass unser Herz aufgebrochen wird, dann werden wir sehen, dass nichts Gutes in uns. Wir sind so schlecht wie jeder andere. Okay? Und Christus ist allein unsere Hoffnung. Okay. Dann lass uns noch die letzten paar Gedanken machen. Und dann können wir zum Abschluss kommen für heute. Gehen wir zurück zu unseren Notizen. Und zwar gehen wir jetzt ein Zitat runter, auf Seite 5 ist das mittlerweile. Da spricht sie jetzt hier über die Erfahrung von Jesaja aus Jesaja 6. Und da reicht dann jeweils, dass wir das Fettgedruckte lesen. Solche Gedanken wie diese drängten sich ihm, das ist Jesaja, auf. Als er unter der Säulenhalle des heiligen Tempels stand, plötzlich schienen die Pforte und der innere Vorhang des Tempels hochgehoben oder zurückgezogen zu werden und es wurde ihm gestattet, in das Allerheiligste hineinzuschauen. Ja, also er schaut jetzt ins Allerheiligste rein. Nächster Absatz, das Fettgedruckte wieder. Nie zuvor hatte Jesaja die Größe Jehovas oder seine vollkommene Heiligkeit so vollständig erkannt und er fühlte, dass er in seiner menschlichen Schwäche und Unwürdigkeit in dieser göttlichen Gegenwart untergehen müsste. Wehe mir, rief er. Ja, das wird letztendlich unsere Erfahrung werden, wenn wir dieses Licht erhalten. Okay? Dann werden wir Gottes Größe und Majestät und vollkommene Heiligkeit sehen und erfahren wie noch nie zuvor. Ja, weil er wird anfangen, diesen Schleier wegzuziehen, ja, der die ganze Zeit vor unseren Augen ist. Okay. Und das wird etwas werden, liebe Geschwister. Darauf haben wir die ganze Zeit hingearbeitet und wir stehen kurz vor dem Ziel. Ja, wir müssen standhaft bleiben, damit wir diese Erfahrung machen können. Amen. Okay, nächster Absatz. Also sie hat über Jesaja 6 gesprochen und jetzt vergleicht sie das mit Hesekiel aus Hesekiel 1. Denn wen hat Hesekiel in Hesekiel 1 gesehen? Auch den Herrn. Und was ist mit ihm passiert? Ist auch in den Staub gedemütigt worden, richtig? Selbe Erfahrung. Und sie sagt es uns hier, dass es dieselbe Erfahrung war. Hesekiel, dem trauernden Propheten im Exil, wurde im Land der Chaldäer eine Vision gegeben, die die gleiche Lektion des Glaubens an den mächtigen Gott Israels lehrte. Also welche Lektion wurde ihm gelehrt? Die gleiche wie bei Jesaja. Okay? Selbe Erfahrung. Als er sich am Ufer des Flusses Kebar befand, schien ein Wirbelsturm aus dem Norden zu kommen, eine große Wolke und ein Feuer, das sich ausbreitete, und ein Glanz war um sie her und aus ihrer Mitte wie die Farbe von Bernstein. Eine Anzahl von Rädern von seltsamem Aussehen, die sich gegenseitig kreuzten, wurden von vier lebenden Wesen bewegt. Hoch über all diesen war das Gleichnis eines Thrones
wie das Aussehen eines Saphirsteins. Und auf dem Gleichnis des Thrones war das Gleichnis wie das Aussehen eines Mannes oben auf ihm. Also da ist jetzt Christus auf seinem Thron. Und er sieht letztendlich dasselbe und wir wissen, er wird dann auch in den Staub gedemütigt. Okay? Also folglich ist Hesekiel Kapitel 1 ist also auch hier in diesem finalen Test zu markieren. Okay? Also haben wir auch Hesekiel hier drin. Das ist Kapitel 1. Okay? Denn was passiert mit ihm, nachdem er in den Staub gedemütigt worden ist? Er wird gesandt. Was mit Jesaja passiert? Wird auch gesandt. Ja. Und jetzt gehen wir noch weiter in den Zitat zum nächsten Fettgedruckten. Jetzt spricht Ellen White hier über Johannes. Johannes, dem Offenbarer. Okay. Sie sagt, in derselben Weise wie Hesekiel, gab Gott, als er im Begriff war, dem geliebten Johannes die Geschichte der Gemeinde für zukünftige Zeitalter zu öffnen, ihm eine Zusicherung des Interesses und der Fürsorge des Erlösers für sein Volk, indem er ihm einen, der den Menschensohn gleich ist, offenbarte, der zwischen den Leuchtern wandelte, welche die sieben Gemeinden symbolisierten. Also sie sagt, auch Johannes hatte dieselbe Erfahrung, richtig? Denn auch er hat Christus gesehen, genauso wie Hesekiel, genauso wie Jesaja. Und was ist mit Johannes passiert, als er Jesus gesehen hat? Er fiel wie tot zu Boden, richtig? Genauso wie Jesaja, genauso wie Hesekiel. Okay, gehen wir da mal hin. Gehen wir mal zur Offenbarung 1. Lass uns mal anschauen. Lesen wir Vers 17 bis Vers 19. Steht: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Das ist dieselbe Erfahrung wie Jesaja und Hesekiel, richtig? Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Also nachdem er jetzt diese Erfahrung gehabt hat, Tod und Auferstehung, was soll er tun? Sollte schreiben, richtig? Und nämlich das alles, was er gesehen hat, was ist und was nach diesem geschehen soll. Und wenn er das jetzt geschrieben hat, gehen wir zu Vers 10 und 11. Was soll er damit machen? Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an den Gemeinden, die in Asia sind. Ephesus, Smyrna und so weiter und so fort. Diese sieben Gemeinden. Also mit dem, was er jetzt schreibt, was soll er machen? Soll senden. Deswegen, nachdem er in den Staub gedemütigt worden ist, wird er auch gesandt, richtig? Also wir sehen immer wieder dasselbe. Ja, du musst erst in den Staub gedemütigt werden. Du musst erst Jesus sehen, du musst erst den Kontrast sehen und dann wirst du gesandt. Gehen wir mal zu Lukas Kapitel 4. Ist das, glaube ich. Und damit können wir dann auch zum Abschluss kommen. Für heute. Lukas 4. Die Jünger auf diesem Fischzug und sie fangen nichts. Und dann lesen wir Vers 5.
Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen, denn Jesus hat dir gesagt, wirf das Netz dorthin, richtig? Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Also was für eine Erfahrung hat er gemacht? Fiel auf sein Angesicht, richtig? Und er kennt seine Sündhaftigkeit. Ja. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Ja, er kennt jetzt, dass Jesus mehr ist als ein normaler Mensch. Ja. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Also, was passiert mit ihm? Er wird gesendet, richtig? Also, du musst erst diese Erfahrung machen, du musst erst gedemütigt werden in Staub, du musst erst sehen, diesen Kontrast sehen. Ja? Jesus am Kreuz sehen. Und dann siehst du seine Reinheit und Heiligkeit. Ja, das Kreuz wäre dann hier. Und du musst dich dann am Versöhnungstag demütigen. Und wenn du das machst, dann wird der Herr dich senden können. Amen. Okay. Ich hoffe, dass ihr das gut sehen konntet. Also hier schreibe ich auch noch Offenbarung 1 hin. Was bedeuten diese Fische? Ja, das sind einfach ein buchstäbliches Symbol für die Menschen. Ja, er war ein buchstäblicher Fischer. Und Jesus hat das, das Buchstäbliche genommen, um dann das Geistliche zu versinnbilden, dass er jetzt ab sofort so viele Menschen fangen soll. Genau, richtig. Ja. Also, richtig. Ja, das haben wir gelesen. Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen, hier in Vers 10. Ich meine, sie stellen Menschen dar. Ja. Also, das ist die symbolische Bedeutung davon. Und was sagt ihr, also nach diesem Punkt, wird ihr diesen Sinn fangen? Was es prophetisch bedeutet. Ja, nee, eben, was hast du zuletzt gesagt? Weil nach dem Punkt wird er gesandt, um diese Menschen zu fangen. Warum sind sie hier vorher markiert? Also was bedeutet das, dass jetzt da Fische gefangen werden? Dass sie vorher schon gefangen wurden. Also letztendlich, der Herr benutzt ja das Buchstäbliche, um dann das Geistliche zu erfüllen. Also ich würde sagen, es stellt einfach dar, dass er hat den Typos benutzt, ja. Und hat dann auf den Antitypos hinweisen wollen. Also, wie gesagt, es ist auf keinen Fall, dass du jetzt irgendwie am Anfang schon davor diese großen Menschenmengen fangen wirst. Okay. Also, sie haben ja aus eigener Kraft gar nichts gefangen. Richtig. Und dann mit seiner Anweisung mehr als sie ertragen konnten, eigentlich. Ja. Die Schiffe schon gesunken. Okay, gut. Also letztendlich, das ist dann Offenbarung 1 gewesen, das war Johannes. Da sehen wir diese ganzen Erfahrungen, ja, wie sie parallel sind und wie der Herr uns letztendlich dann dagegen bringen will, dass wir in den Staub gedemütigt werden, damit er uns dann lossenden kann. Aber die Frage wird sein, ob wir uns in dieser Zeit dann demütigen, oder ob wir uns erhöhen. Und wenn wir uns erhöhen, können wir nicht weitergehen. Ja, wir werden aus dem Volk ausgerottet werden, haben wir gelesen. Wenn wir uns demütigen, dann werden wir wie der Zöllner gerechtfertigt hinabgehen. Amen? Okay. Dann. Und was bedeutet es, sich letztendlich zu demütigen? Vielleicht noch diese Frage. Ja, dass man letztendlich Gottes Wort befolgt, richtig? Und wenn man sich erhöht, dann stellt man sich über Gottes Wort und ja, folgt dann natürlich dem Herrn nicht mehr. Okay, dann
Und es kommt ja auch hier dieses geradlinige Zeugnis, richtig? Deswegen sagt uns, wir sind sündig, erbärmlich, nackt, blind und bloß. Deswegen müssen wir es annehmen. Und dann dementsprechend sagt er ja, seid eifrig und tut Buße. Okay, das ist der Versöhnungstag. Okay, dann lass uns mit der Gebetsrunde abschließen.